Hallo ihr Lieben, hier ist die Janine von West Wing. An das Badezimmer denkt man beim Einrichten oft zu allerletzt. Dabei sollte man auch diesen Raum sorgfältig einrichten, um uns zu Hause eine Wohlfühloase zu schaffen. Denn hier verbringen wir mehr Zeit, als wir oftmals denken. Also lohnt es sich. Und mit ein paar Tricks wird aus einem unauffälligen Badezimmer ein Rückzugsort mit Wellness-Feeling. Und ein kurzer Reminder, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Aufbewahrungslösungen sorgen für mehr Ordnung im Badezimmer und nicht nur Handtücher und Kosmetik werden verstaut, sondern auch unsere Lieblingsutensilien wie Schmuck können in so tolle Schatullen verpackt werden. Und Hygieneartikel kommen oft in nicht so schönen Verpackungen, aber diese können ganz einfach in dekorative Gefäße umgefüllt werden. Und für einen aufgeräumten Look sorgen einheitliche Systeme und Farbschemen. Weiche Handtücher, Duschvorleger und Badteppiche sorgen für Gemütlichkeit im sonst eher kühlen Badezimmer. Und durch diese Textilien lässt sich auch ganz einfach Farbe und damit Wärme integrieren. Und ein kleiner Tipp, mehrere gestapelte Handtücher sorgen für ein richtig schönes Hotelfeeling zu Hause. Und als Alternative könnt ihr die Handtücher auch stylisch auf einer Leiter in Szene setzen. Pflanzen sorgen für einen natürlichen Look und ein gutes Klima. Und sie sehen nicht nur richtig schön aus, sondern unterstreichen auch die Wohlfühlatmosphäre. Der beste Platz ist vor dem Fenster. Habt ihr aber gar kein Licht zur Verfügung, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann nehmt ihr einfach Trockenblumen. Die sind auch ein super Hingucker. Kosmetik am Stück, zum Beispiel eine Handseife, lässt sich super schön in einer Marmorschale wie dieser hier in Muscheloptik präsentieren. Außerdem ist die Seife super umweltfreundlich, weil sie ohne Plastik auskommt. Bilder sorgen für ein wohnliches Raumgefühl und geben eine persönliche Note. Ich kann euch empfehlen, unterschiedliche Größen zu verwenden. Das wirkt spannender und gibt dem Raum mehr Tiefe. Wenn ihr die Möglichkeit habt, so wie hier, dann stellt die Bilder auf eine Ablage, dann braucht ihr sie auch nicht aufhängen. Kerzen werden in vielen Räumen dekoriert und auch im Badezimmer dürfen sie natürlich nicht fehlen. Und sie haben eine Doppelfunktion. Sie machen eine wunderschöne Atmosphäre und als Duftkerze riechen sie auch noch richtig gut. Und mein persönlicher Tipp zum Schluss, macht euer Badezimmer zu einer technikfreien Zone. Legt einfach mal euer Handy beiseite, schnappt euch ein gutes Buch, um so richtig zu relaxen und zu entspannen. Und übrigens, alle Produkte könnt ihr bei West Wing Now nachkaufen. Habt ihr noch weitere Tipps zur Badezimmereinrichtung, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, alles Liebe!